Hallo, ihr Schnuckis. Wie ihr dem Titel entnehmen könnt, geht es heute um Haushaltsstempel. Was das ist? Stempel aus dem Haushalt. Einmal Gummibänder, Klarsichtfolie und Luftpolsterfolie. Daraus habe ich diese Karten gemacht, also zumindest den Hintergrund. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Die Kartenhintergründe habe ich mit ganz normalen Haushaltsmitteln gemacht. Ein bisschen Luftpolsterfolie, die habe ich mir übrigens aus einem Luftpolsterumschlag rausgetrennt, der schon benutzt war und den ich nicht weiterverwenden konnte. Und da kann man auch die Folie rausmachen. Dann ein paar Gummibänder und Frischhaltefolie. Man kann auch eine Plastiktüte nehmen oder was man sonst so hat, aber sollte nicht zu viel Stempelfarbe aufsaugen. Also Papier ist ein bisschen schlecht. Wie gesagt, so eine alte Plastiktüte hat man irgendwo rumfliegen oder man nimmt von irgendeiner Verpackung, was ein bisschen krauscheliger ist, einfach und knüllt das zusammen. So, wir fangen einmal an mit der Frischhaltefolie. Ich habe mir hier drei Kartenrohlinge, nein, Kartenauflagen mal zusammengestellt. Die sind 10 mal 14,3, damit sie auf eine Karte passen. So, und dann werde ich mir jetzt hier erstmal mein Kartending abkleben, so wie ich es möchte. Ich möchte das gerne nur hier unten. Einmal bestempeln sozusagen. Und dafür habe ich mir einfach so ein paar Farben rausgesucht. Ihr könnt nehmen, was ihr am Stempelfarbe habt. Das ist ziemlich egal, von welcher Marke oder welche Farbe, wie es euch gefällt. Und dann nehme ich mir meine Folie und drücke die hier einfach nur rein. Und dann sieht man schon, wo die Farbe ist. Und dann einfach abstempeln. Ist auch so eine super Technik für hier Mixed Media, wenn man irgendwo was abstempeln will. Man kann es jetzt sauber machen oder man sagt, okay, ich habe noch ein bisschen was in meinem Umschlag, nehme ich das. So, erster Hintergrund fertig. Das nicht schnell gemacht. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Man kann, wie gesagt, auch oben noch was machen oder anderweitig, aber ich mag das so ganz gerne. Ich kann es ja auch so rumkleben, ne? Ich habe da mal eine Idee. Zum gerade kleben lege ich mir das jetzt mal hier so hin. Genau. Also hier an die Kante. Und dann versuche ich das hier an der Linie zu kleben. Mann! Theoretisch kann das funktionieren? Jetzt nehme ich mir das wieder ab und klebe das auf meine Unterlage, damit ich mir meine Schneidmatte nicht vollsaue. Das letzte habe ich ja so ganz gut hingekommen. So. Und dann nehme ich mir Gummibänder und einen Acrylblock. Und da wickele ich mir die jetzt einfach mal rum. Ja. Es sind nicht mehr die besten Gummibänder. Ich habe keine Ahnung, wie das nachher aussieht, das Muster. Das werden wir dann feststellen. Ich lege mir mal hier mein versautes Blatt noch mit hier drüber, weil ich nicht genau weiß, wie ich stempeln soll. Dann lege ich auch einmal hier ins Stempelkissen. Keine Ahnung, ob da Farbe drauf ist. Wir schauen mal. Ja. Ich
einfach. Einfach wild. Das ist eigentlich ein ganz cooles Muster für Grün. Hätte ich für Grün nehmen sollen. So ein bisschen farnartig. Hier muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Wenn man das benutzt hat, die Gummibänder die Farbe, glaube ich, nicht so aufnehmen. Mache ich nachher sauber. So, das war auf jeden Fall Hintergrund Nummer 2. Das hier abziehen. Und ich klebe das hier schon mal hier drauf, damit das nicht so. Und das möchte ich gerne einfach. Nee, das möchte ich gar nicht abkleben. So. Das sieht jetzt so aus. Ich mag das total gerne. Das hier war das Verkackte, genau. Und hier knüttel ich mir das einfach nur zusammen, gehe dann ins Stempelkissen und tupfe dann einfach. Wenn wir ein bisschen mehr Struktur haben, muss man halt anders knuddeln. Auch nicht so fest aufdrücken. Einfach nur so ein wilder Hintergrund. Kann man auch mehrfach benutzen. Und das ist eigentlich schon meine Idee mit den drei Hintergründen. Ich werde jetzt aus diesen Hintergründen im Prinzip noch Karten basteln und dann zeige ich sie euch gleich nochmal. Meine Karten sind jetzt fertig. Ich habe einmal das blaue mit Sending Love. Ich habe immer einen passenden Kartenrolling dazu. Aber das muss überhaupt nicht farblich passig sein zu den Stempelkissen, die man hat. Aber ich habe es nun mal hier. Und dann kann man irgendwann das Papier auch mal aufbrauchen, wenn man es hat und nicht in der Schublade rumliegen lassen. Und innen habe ich auch immer noch mal ein bisschen von den Stempeln verwendet, weil ich das so ganz nett fand. Hier noch ein paar Nuvo-Drops drauf gemacht, das sieht man kaum. Aber ich finde es ganz schick. Es ist halt eine clean Karte. Dann habe ich hier halt auch mir einen Stempel aufgestempelt. Der war zusammenhängend, habe ich mir gestempelt und dann abgeschnitten, damit ich das ein bisschen versetzt hinstellen konnte, weil mir das geblockt ein bisschen zu viel war. Das Ganze sieht so aus, finde ich, irgendwie mit auch am schönsten. Also die und die grüne finde ich ganz schön, die blaue, weiß ich noch nicht. Aber das ist ja alles Geschmackssache und innen habe ich auch nur hier ein bisschen am Rand gemacht. Auch super für Briefpapier im Übrigen, ne? Einmal ein bisschen tupfen und schon ist das Papier viel hübscher, als es eigentlich vorher war. Ja, das ist diese Karte und das hier ist die letzte Karte. Da habe ich den Spruch ausgeschnitten und auch am Rand noch ein bisschen geinkt. Hier ein schmales Washi-Tape aufgeklebt. Das hier ist ein Rub-On gewesen, den habe ich mir auch ein bisschen erhöht. Das sieht man hier kaum. Ist auch nicht so. Ja, jedenfalls ist das halt auch relativ schlicht. Ich glaube, das wäre halt auch so eine Karte in Anführungszeichen für einen Trauerfall, wenn man jetzt einen Anspruch nehmen würde. Das passt jetzt nicht so ganz, aber das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, so vom Stil her, auch mit den Farben. Ich glaube, ich komme durch den schwarzen Glitzerstreifen. Aber so ist es auch schön. Und innen habe ich auch nochmal hier ein bisschen mit der Luftpolsterfolie gewerkelt. Ja, das sind meine drei Karten. Auch hier habe ich übrigens so ein Standteil, das lag hier noch rum, das habe ich einfach mal mit drauf geklebt. Das sind meine drei Karten, die ich gemacht habe und guckt einfach mal, was ihr so in den Schränken findet, was man verwenden kann. Übrigens, man braucht keine Frischhaltefolie verwenden, ich habe jetzt ziemlich viel gestellt. Gibt ja auch diese Folien, wo irgendwas eingepackt ist, irgendwelche Sticker oder sowas, die kann man genauso gut knütteln. Und dann hat man halt auch einen Stempel. Ja. Also,
Schaut einfach mal, was sonst im Briefkasten. Yep, das soll im Briefkasten landen. Guckt mal, was bei euch im Mülleimer liegt, was man vielleicht als Stempel verwenden kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Idee und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.